Einladung an Mehr Demokratie und Democracy International. Ja, also ich möchte direkt anschließen an das, was Mariana erzählt hat. Also sie hat so das große Bild gemacht und ich will jetzt gerne ein bisschen tiefer zoomen und zwar bestimmte Beteiligungsrechte genauer anschauen und auch Rechte von indigenen Gruppen und ländlichen Gemeinschaften näher anschauen. Also wie die jetzt in der Praxis ausschauen in Bolivien und Peru. Und zuerst möchte ich hier aber auch noch ein bisschen Kontext geben, und zwar von der Region von Lateinamerika, der wichtig ist, um zu verstehen, was hier passiert. Also ich schaue mir vor allem den Rohstoffabbausektor an, also Bergbau, Erdöl, Erdgas, Abbau, auch Transport. Und da ist die Frage, wenn das ländliche Gemeinschaften betrifft, inwiefern werden die mit einbezogen in Entscheidungen, die getroffen werden, wie diese Projekte genau durchgeführt werden zum Beispiel. Man sieht in Lateinamerika generell einen Trend seit Anfang des 21. Jahrhunderts, dass Rohstoffabbau, der traditionell schon sehr hoch war, also Lateinamerika ist eine Region, die sehr stark abhängig ist vom Rohstoffabbau, und dass das im Zuge von sehr hohen damals Weltmarktpreisen sich noch etwas stärker verschärft hat. Also die Grafik werden Sie jetzt nicht so gut sehen können, aber es gibt einige Länder, also jetzt gerade auch in der Andenregion, wo die besonders stark abhängig sind, also wo über 90% der Exportprodukte Rohstoffe sind, also Bergbau, Erdöl, Erdgas, auch Soja und solche Dinge. Also Bolivien ist an der Spitze gemeinsam mit Venezuela, Peru, Kolumbien hat auch sehr stark zugenommen, also Kolumbien ist so diese violette Linie. Und Chile ist traditionell auch sehr hoch, aber man sieht auch in den anderen Ländern, dass es so einen steigenden Trend gibt. Der ist jetzt ein bisschen wieder abgeflacht, weil die Weltmarktpreise wieder gefallen sind. Aber das ist jetzt nur so der Kontext. Also das heißt, die Regierungen haben generell ein großes Interesse an diesem Rohstoffabbau. Das ist ein wichtiges Fundament für ihre wirtschaftliche Entwicklung. Und die Frage ist, inwiefern in einem Sektor, wo sehr starke Interessen daran hängen, inwiefern es da möglich ist, auch indigene Rechte zu beachten und Bürgerbeteiligung durchzuführen, die in irgendeiner Form effektiv oder einflussreich ist. Da auch noch dazu zu sagen, dass die Umweltauswirkungen und die sozialen Auswirkungen sehr groß sind, also das ist jetzt bestimmt nichts Neues für Sie, aber ich möchte es auch noch mal kurz in Erinnerung rufen. Also vielleicht eine Auswirkung, die oft gar nicht so stark gedacht wird, so in den internationalen Debatten, ist die, also die Sie links sehen, da steht drauf, IPFB, das ist das staatliche Erdgasunternehmen von Bolivien, La Fuerza que divide Capitanías, also die Kraft, die Capitanías, das sind indigene Gemeinschaften der Guaranis, die sie spaltet. Also das ist was, was sehr häufig vorkommt, also wenn Sie zum Beispiel, ich habe viel Feldforschung gemacht in Gemeinschaften, die betroffen sind von solchen Projekten, und da ist einer der am stärksten präsenten Auswirkungen sind diese sozialen Auswirkungen, also dass es sehr häufig interne Konflikte gibt und Spaltungen im Zuge von Bürgerbeteiligungsverfahren, dann auch die Aushandlung von Kompensations-, also Entschädigungszahlungen und Benefits, also ein großes Problem. Dann natürlich auch soziale und kulturelle Auswirkungen, also es gibt starke Veränderungen, ökonomisch, teilweise auch so, dass die lokale Ungleichheit dadurch noch viel stärker wird, also bestimmte Gruppen viel mehr profitieren, während andere sehr wenig profitieren oder deutlich stärker an Schäden leiden. Dann gibt es Verschmutzungen, also bei Erdöl ist es schlimmer und bei Bergbau, aber bei Erdgas auch, Verschmutzungen von Wasser, von Böden. Und es ist, gerade was für indigene Gemeinschaften häufig sehr, sehr wichtig ist, die versuchen ihre Territorien zu kontrollieren und ihre Gebiete auch zu konsolidieren. Es bedeutet auch einen Verlust von Land und Territorium, also weil diese Projekte eben oft sehr große Flächen benötigen. Jetzt nochmal kurz zu indigenen Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika. Also jetzt nach der letzten Studie von der CEPAL sind 800 indigene Völker derzeit so erfasst. Das sind ca. 45 Millionen Menschen, also es ist sehr schwierig natürlich zu sagen, wer ist indigen, wie man das zählt, also auch alle Zensusdaten sind umstritten, das sind Schätzungen. Und es gibt auch viele Völker in freiwilliger Isolation, also sehr stark auch im Amazonas. Und je nach Land ist das
sehr unterschiedlich. Also es gibt Länder wie Guatemala und Bolivien, wo die indigene Bevölkerung eine Mehrheit darstellt. Es gibt Länder wie Peru, wo sie, also auch umstritten, aber ich würde sagen, circa ein Viertel der Bevölkerung indigen ist. Mexiko circa 10%. Kolumbien nicht so groß, die indigene Bevölkerung circa 3%, aber die afroamerikanische Bevölkerung ziemlich groß, also circa 10% in Kolumbien. Und in Lateinamerika ist es auch oft so, dass die Rechte, die für indigene Völker und Gemeinschaften gelten, das auch für afroamerikanische Gemeinschaften tun, also weil die oft unter ähnlichen Bedingungen leben. Lateinamerika ist die Region, die weltweit indigene Rechte am stärksten umgesetzt, oder nicht umgesetzt, am stärksten rechtlich anerkannt hat. Also wenn man sich anschaut, es gibt das ILO-Übereinkommen 169 über die Rechte indigener Völker. Die hat Lateinamerika am stärksten unterzeichnet, also 15 von den insgesamt 22 Staaten, die diese Konvention, das Übereinkommen unterzeichnet haben, sind aus Lateinamerika. Deutschland hat die Konvention immer noch nicht ratifiziert, also es hat immer wieder Versuche gegeben, dass das der Deutsche Bundestag oder der deutsche Staat das auch ratifiziert hat, aber bisher nicht gemacht, gibt es immer wieder Bedenken, was das für Kosten haben könnte. Mal schauen, ob das noch gelingt. Und national, Mariana hat schon darüber gesprochen, sind indigene Rechte auch stark anerkannt worden. Also es gibt sehr, sehr progressive Verfassungen. Also wir haben in Bolivien einen plurinationalen Staat, der weltweit der die Verfassung hat, die weltweit indigene Rechte zum größten Ausmaß anerkennt. Dann kommt Ecuador, also Ecuador auch Rechte indigener Völker, auch Rechte der Natur, Rechte des Buen Vivir, sehr progressive Rechte. Und wir haben es teilweise auch in Gesetzen und in Verordnungen. Also es gibt ja einen sehr positiven rechtlichen, also teilweise positiv. Es gibt auch viele Rechtsnormen, die nicht positiv sind, aber so im Vergleich sind Rechte, indigene Rechte relativ stark anerkannt. Es gibt auch die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker von 2007. Ich will da nicht so sehr drauf eingehen, weil es mir nicht so sehr jetzt um das Rechtliche geht, sondern auch mehr um die Praxis. Aber vielleicht kurz, wenn man sich anschaut, welche Rechte haben indigene Völker auf politische Beteiligung. Also erstens haben sie das Recht auf Selbstbestimmung. Also da geht es auch sehr stark darum, dass sie nach eigenen politischen Systemen leben können, nach eigenen Normen und Verfahren, die Anliegen, die sie betreffen, regeln, also auch ihr eigenes Gewohnheitsrecht haben, Recht auf Autonomien haben. Sie haben aber auch das Recht, sich an allen Aktivitäten und Entscheidungen des Staates zu beteiligen. Also zum Beispiel gibt es viele Länder, wo es mittlerweile Quoten gibt für Indigene oder direkte reservierte Sitze in Kongressen, also national, auch regional, auch lokal. Also wir haben das zum Beispiel in Kolumbien und in Venezuela, dass es reservierte Sitze gibt für eine bestimmte Anzahl von indigenen Vertretern. In Bolivien gibt es 7 indigene Wahlkreise, also wo bestimmte indigene Minderheiten direkt ihre Vertreter wählen können für den Kongress. Also es sind so Versuche, um Gruppen, die generell unterrepräsentiert sind im politischen Leben, dennoch die Möglichkeit zu geben, mitbestimmen zu können. Und jetzt das Recht, auf das ich vor allem eingehen möchte, ist das Recht auf freie und informierte Zustimmung. Also da geht es darum, dass Staaten, wenn sie Entscheidungen treffen, also die können legislativ sein, also es kann ein Gesetz betreffen, es kann aber auch administrative Entscheidungen betreffen, also zum Beispiel die Entscheidung, dass eine Schnellstraße gebaut wird oder ein Bergbauprojekt durchgeführt werden soll oder ein Erdölprojekt, dass dann die lokale Bevölkerung darüber informiert werden soll, dass sie freiwillig darüber deliberativ diskutieren kann mit dem Staat und dass am Schluss ein Übereinkommen erzielt werden soll, wo sie entweder die Zustimmung geben oder nicht, oder wo es ein Übereinkommen gibt, wie genau diese Projekte durchgeführt werden sollen. Also wo es auch darum geht, dass man mögliche Menschenrechtsverletzungen, die mit diesen Projekten verbunden sein können, dass man die im Vorhinein identifiziert und dann versucht, die Projekte dem anzupassen, also dass man zum Beispiel dann eine Pipeline nicht genau hier baut, sondern vielleicht 100 Meter weiter drüben oder solche Sachen, dass man dann Lösungen findet, um diese Menschenrechtsverletzungen klein zu halten oder eventuell das Projekt auch ganz abbricht, wenn man sieht, es wäre unangemessen.
Jetzt kurz ein paar Gedanken zu den Verbindungen von Konsultationen, also das sind diese vorherigen Konsultationsverfahren, die ich mir anschaue, und Demokratie. Also es gibt, einerseits ist wichtig zu unterscheiden, es gibt öffentliche und vorherige Konsultationen, also in Lateinamerika sagt man Consulta Publica und Consulta Previa. Consulta Publica ist normalerweise mit der generellen Bevölkerung, also da werden dann zum Beispiel die Leute, die in den Gemeinderegierungen sitzen, eingeladen oder auch zivilgesellschaftliche Organisationen auf Gemeindeebene, also das hat jetzt mit Ethnizität oder Indigenen nichts zu tun, sondern es geht darum, dass man lokale Institutionen dann einbezieht. Meistens sind die Umweltverträglichkeitsprüfungen, das heißt, man zeigt ihnen die Umweltverträglichkeitsprüfungen und sie haben dann die Möglichkeit, Bedenken zu äußern, Kommentare zu machen. Aber in der Praxis sind diese öffentlichen Konsultationen in Lateinamerika meistens Informationsveranstaltungen, wo am Schluss keine großen Übereinkommen erzielt werden, die meistens keinen wirklichen Einfluss haben auf die Art, wie das Projekt durchgeführt wird. Also in den allermeisten Fällen sind das sehr punktuelle Informationsveranstaltungen, wo es vielleicht ein paar Fragen gibt, aber wo dann eigentlich nicht viel verändert wird. Die vorherigen Konsultationen, die auch eben in diesen internationalen Rechten verankert sind, da geht es eben darum, speziell das mit indigenen Organisationen und ihren Repräsentanten und auch mit indigenen Gemeinschaften durchzuführen. Und also in der Literatur ist viel darüber diskutiert worden, inwiefern diese neue Form von Demokratie jetzt im Bereich von Rohstoffabbau dazu führen könnte, dass sich dieser Sektor demokratisiert, dass es vielleicht einen Bruch gibt mit Ideen von Ressourcenfluch, also das ist sehr häufig diskutiert worden, dass Rohstoffabbau einhergeht mit einer Verschlechterung von Demokratie. Und da war dann die Frage, inwiefern diese Einbeziehung von den lokalen Bevölkerungsgruppen diesen Ressourcenfluch sozusagen verändern könnte, einen Bruch geben könnte. Es ist aber auch diskutiert worden als Stärkung der partizipativen und deliberativen Demokratie. Und was weiterhin wichtig ist, ist, dass gerade diese vorherigen Konsultationen mit indigenen Gruppen auch die eigenen Normen und Verfahren von diesen Gruppen einbeziehen sollen und ihre eigenen Formen auch von Selbstregierung. Und das heißt, es geht auch darum, Formen von kommunitärer Demokratie zu stärken, die zum Beispiel auch in der bolivianischen Verfassung anerkannt sind. Aber generell kann man sagen, obwohl 15 lateinamerikanische Länder rechtlich verpflichtet sind, diese Prozesse durchzuführen, machen das sehr wenige. Also in vielen Ländern sind diese Verfahren abwesend. Also viele machen eben nur öffentliche Anhörungen, Informationsveranstaltungen, aber jetzt nicht Prozesse, wo es dann Übereinkommen gibt, wo es wirklich um die Zustimmung geht, wo es speziell auch um interkulturelle Dialoge mit bestimmten indigenen Gruppen geht. Also zum Beispiel in Ländern, wo es sehr viele, eine große Anzahl von indigenen Personen gibt, wie Ecuador, Guatemala, Mexiko, hat es bisher keine vorherigen Konsultationen gegeben. Die meisten Erfahrungen hat es bisher gegeben in Kolumbien, Bolivien und Peru. Also Kolumbien ist das Land, das am allermeisten vorherige Konsultationen durchgeführt hat. In den letzten 6 Jahren über 3000. Also die haben das richtig systematisch in verschiedenen Bereichen gemacht. Und Bolivien und Peru hat jetzt seit wenigen Jahren auch angefangen, solche vorherigen Konsultationen durchzuführen. Und das habe ich mir genauer angeschaut. Also gemeinsam mit anderen Kollegen im Rahmen eines Projekts, das finanziert worden von der Deutschen Stiftung Friedensforschung, haben wir uns angeschaut in der Praxis, wie diese vorherigen Konsultationen durchgeführt werden. In Bolivien, der rechtliche Rahmen kurz dazu, oder soll ich da vielleicht gar nicht so viel sagen? Doch. Schon? Okay. Ja. Also der rechtliche Rahmen, erstmal ist das Recht auf vorherige Konsultation in Bolivien im Erdgasgesetz anerkannt worden, und zwar weil indigene Tieflandorganisationen, vor allem die Guarani, dafür sehr viel protestiert haben, Märsche gemacht haben, Lobbyarbeit gemacht haben, und vorgeschlagen haben, dass man einen Artikel, also eigentlich wollten sie noch viel mehr, aber im Endeffekt haben sie erreicht, dass man einen Artikel ins Erdgasgesetz hineingibt. Da war damals der Widerstand sehr groß von den Unternehmern und auch von der damaligen Regierung. Aber das haben sie geschafft. Also es gibt jetzt einen... Welche Regierung? Das damals? Ja. 2005. Naja, also es waren eigentlich viele Regierungen. Sie haben diese Forderung schon seit 2000 gehabt. Das ist das Recht auf vorherige Konsultation, dass das in die Gesetzgebung aufgenommen wird. Und es hat dann verschiedene Regierungen gegeben, die es nicht aufgenommen haben. Also es war die Regierung von zuerst
Panza noch, der vorherige, der früher mal Diktator war, dann wiedergewählt wurde. Dann Gonzalo Sánchez de Lozada, der dann 2003 zum Rücktritt gezwungen wurde, auch von sozialen Bewegungen. Und da hat es dann den Gaskrieg gegeben, also wo soziale Bewegungen gefordert haben, dass es das Erdgas verstaatlicht werden soll, dass es den verfassungsgebenden Prozess geben soll. Und die wollten damals auch schon ein neues Erdgasgesetz, also der ist dann zurückgetreten und dann hat es Übergangsregierungen gegeben. Also zuerst einen Übergangspräsidenten, der die Forderungen der sozialen Bewegungen nicht umgesetzt hat, er hat aber ein Referendum gemacht, da haben damals über 90%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, der Befragten gesagt, sie wollen, dass das Erdgas verstaatlicht wird. Und der Übergangspräsident hat dann auch das Erdgasgesetz verabschiedet, 2005. Und ja, es war aber nie so, dass die Regierungen, also zum Beispiel die indigene Bevölkerung hat damals auch schon gesagt, dass sie eine konkrete Verordnung wollen oder ein Gesetz, wo das Recht auf vorherige Konsultation umfassend festgelegt wird. Und das ist zum Beispiel nicht gemacht worden. Also in dem Erdgasgesetz steht nur so ein ganz genereller Teil, da steht drin, das Recht auf vorherige Konsultation und Recht auf Entschädigungszahlungen, das muss es geben im Erdgasbereich. Und dann haben die indigenen Organisationen in Bolivien, erst unter Evo Morales 2007, haben sie erreicht, dass ein Gesetzesdekret dann verabschiedet wurde, wo dann das Recht auf vorherige Konsultation sehr umfassend anerkannt wurde und auch so, wie das die Indigenen wollten. Also das haben sie zu einem großen Teil mitgeschrieben. Das Dekret hat eine ganz große Akzeptanz unter der indigenen Bevölkerung. Das war sehr fortschrittlich und es hat eine große Hoffnung gegeben, dass das zu einer zu einem starken Schutz dann auch der indigenen Rechte tatsächlich beitragt. Dann in der Verfassung ist das Recht auf vorherige Konsultation auch aufgenommen worden, nicht aber das Recht auf informierte Zustimmung, das ein stärkeres Recht wäre. Also das hat kein Land explizit in die Verfassung geschrieben, auf informierte Zustimmung. Es wird immer nur von vorheriger Konsultation gesprochen. Also können wir vielleicht nachher auch noch darüber diskutieren, falls Sie das interessant finden, was der Unterschied ist. Und seit 2009 sieht man, dass es in Bolivien neue Gesetze gibt, die indigene Rechte ganz stark einschränken. Also auch das Recht auf vorherige Konsultation, also zum Beispiel dieses fortschrittliche Dekret von 2007, ist mittlerweile viermal modifiziert worden, immer ohne Konsultation und viermal eingeschränkt worden. Also das erste Mal ist zum Beispiel gesagt worden, das staatliche Unternehmen ist jetzt auch dabei, das wollten die Indigenen ursprünglich nicht, weil sie nur mit dem Ministerium diese Konsultationen machen wollten, weil sie nicht wollten, dass das Unternehmen da Einfluss ausüben kann. Dann sind die Zeiten eingeschränkt worden, also ursprünglich waren es 60 Tage, jetzt sind es nur noch 45 Tage. Also es ist immer wieder eingeschränkt worden, auch im neuen Wahlgesetz, da steht jetzt drinnen, die Resultate von Konsultationen sind nicht verbindlich, also es ist auch ein großer Rückschritt. Und jetzt zu Peru. In Peru hat es jetzt vor allem seit dem 21. Jahrhundert ganz, ganz viele gewalttätige Konflikte gegeben, vor allem im Bergbausektor. Und in diesen Konflikten ist es häufig auch darum gegangen, dass eben die lokale Bevölkerung nicht mitentscheiden durfte. Also viele Konflikte haben sich deswegen auch radikalisiert, weil es einfach keine Form von effektiver Mitbestimmung gegeben hat. Also zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten, haben Sie vielleicht gehört, hat es Konflikte gegeben um das große Kupferprojekt Tia Maria. Und das ist ein Konflikt, der geht jetzt seit ca. 5 Jahren, hat schon viele Tote und Verletzte gefordert. Und da haben sich zum Beispiel die Proteste so radikalisiert, da hat es öffentliche Konsultationen gegeben und die Bevölkerung hat gesagt, wir sind nicht prinzipiell gegen das Projekt, aber wir wollen, dass das Projekt kein Wasser aus unseren Flüssen nimmt, sondern dass ich weiß nicht, ob es auf Deutsch richtig ist, aber Entsalzungsanlagen gebaut werden, damit man das Wasser aus dem Meer nehmen kann. Und das ist dann übergangen worden und diese Forderung nicht beachtet worden. Und da haben sich dann daraufhin die Proteste sehr stark radikalisiert und große Teile von den lokalen Gemeinschaften sagen jetzt, dass sie das Projekt eben unter keinen Umständen mehr wollen. Und genau, das ist die Frage, wie es weitergeht. Aber genau auch zum Recht auf vorherige Konsultation hat es den großen Konflikt gegeben in Bagua 2009. Da sind insgesamt 33 Leute gestorben.
Und das war ein Konflikt, der vorher schon 2 Jahre lang verhandelt wurde, wo es keine richtigen Ergebnisse gegeben hat. Und der Konflikt hat deswegen begonnen, weil der damalige Präsident Alan Garcia aus Peru 100 Gesetzesdekrete im Alleingang erlassen hat, also eben auch ohne Konsultation, ohne Mitbestimmung, wo viele davon indigene Rechte ganz stark eingeschränkt haben, also vor allem Rechte auf Land und Ressourcen. Also es war damals im Zuge auch vom Freihandelsabkommen mit den USA, wo er versucht hat, das irgendwie möglichst schnell dann umzusetzen. Und also dagegen haben sich dann indigene Organisationen, unterstützt von Menschenrechtsorganisationen, gewehrt, haben dagegen protestiert, also auch zum Beispiel die Ombudsstelle von Peru war sehr aktiv, hat gefordert, dass die Dekrete zurückgenommen werden. Das ist nicht passiert und 2009 ist dann der Konflikt eben eskaliert. Und danach hat dann die Regierung Dialogräume aufgemacht, um ein neues Gesetz für vorherige oder ein Gesetz für vorherige Konsultation zu schreiben. Das ist dann auch geschrieben worden. Eine relativ schwache Version davon ist dann durchgegangen. Der Präsident damals hat dann das Veto eingelegt, also man sieht, es ist sehr umstritten. Und erst unter dem neuen Präsidenten Ollanta Humala ist das dann verabschiedet worden 2011. Und jetzt gibt es auch eine neue Verordnung, die das dann reglementiert. Sind auch alles sehr umstrittene Prozesse, also ich rede über alles gerne länger, aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, jetzt kurz zu den Fällen, die wir uns angeschaut haben. Also ich habe mir in Bolivien 49 vorherige Konsultationen im Erdgassektor angeschaut. Also die betreffen vor allem die Region vom Chaco, da sind sehr häufig die Guarani-Gemeinschaften konsultiert worden. Es sind aber auch Coca-Bauern-Gewerkschaften konsultiert worden, also zum Beispiel da in der Mitte sieht man einen kleinen roten Kreis, das sind die Coca-Bauern-Gewerkschaften. Und es gibt zahlreiche neue Erdöl- und Erdgasprojekte im Norden von La Paz, das ist das, was Sie hier blau sehen. Ja, und eben insgesamt sind 49 dieser Verfahren durchgeführt worden mit verschiedenen Gruppen. Seit 2007, also sind von 2007 bis Ende 2014. In Peru hat es seit 2007, also Peru ist vielleicht dazu zu sagen, dass es zwischen 2004 und 2009, dass die Konzessionen im Amazonas extrem zugenommen haben. Also 2004 waren das nur 15% vom Amazonas, die konzessioniert waren. Und 5 Jahre später, 2009, waren schon 59% vom Amazonas mit Konzessionen voll. Das heißt, dass auch in dieser Zeit sehr viele Konsultationen stattgefunden haben. Zwischen 2007 und 2012 waren das nur öffentliche Anhörungen, also nur Informationsveranstaltungen. Und wir haben uns das genauer angeschaut. Also wir haben uns angeschaut, was haben in diesen Informationsveranstaltungen, was haben die Leute gefragt, welche Antworten hat es gegeben, welche Kritikpunkte hat es gegeben, wo waren diese Veranstaltungen besonders konfliktreich. Also deswegen haben wir da auch verschiedene Farben, das sehen Sie jetzt vielleicht nicht so gut. Aber zum Beispiel im Norden vom Amazonas, in Loreto, gibt es ganz viele rote Punkte, weil das eine Zone ist, die von Umweltschäden durch Erdölabbau ganz stark betroffen ist. Das heißt, da hat die lokale Bevölkerung vor allem sehr kritische Fragen gestellt und öfters auch die Konsultationen blockiert, also gar nicht teilgenommen, oder gesagt, dass sie komplett gegen diese Projekte sind. Und jetzt seit 2012 sind 8 vorherige Konsultationen abgeschlossen worden im Amazonas. Die habe ich mir nicht so genau angeschaut, aber meine Kollegin, die ihr Doktorat schreibt im Rahmen von dem Projekt, das ich geleitet habe, die da Feldforschung gemacht hat und auch teilgenommen hat an Konsultationen im Amazonas. Aber ich kann darüber natürlich ein bisschen erzählen. Ja, kurz die Daten, damit Sie wissen, woher jetzt die Informationen stammen. Also wir waren beide lange, ich lange in Bolivien, meine Kollegin lange in Peru, haben teilnehmende Beobachtung gemacht in diesen Prozessen, sehr viele Interviews. Also ich habe ca. 150 Interviews gemacht mit Leuten vom Staat, von Unternehmen, von indigenen Gruppen. Fokusgruppeninterviews, wir haben viele Primärdokumente gesammelt und wir haben partizipative Methoden verwendet, also zum Beispiel partizipative Konfliktanalysen gemacht. Jetzt kurz zu Bolivien, wie laufen diese Konsultationsverfahren in der Praxis ab? Ich erzähle einfach von einer Konsultation, bei der ich dabei war, ich glaube, das illustriert es gut. Also bei der Konsultation war es so, dass es zuerst einige Treffen gegeben hat. Erdgasministerium führt in Bolivien diese Verfahren durch. Das ist ein sehr kleines Team, es sind 4 bis 5 Personen, die sind zuständig für diese Konsultationen, sind alle derzeit Ingenieure, also Umweltingenieure oder Petroleumingenieure, also es gibt keine Soziologen, Anthropologen etc. Das heißt, sie haben ein recht technisches Verständnis von diesen Projekten. Die führen diese Verfahren durch. Dann hat es
bei dem Verfahren, wo ich dabei war, ist um ein geplantes Pipeline-Projekt gegangen. Da hat es zuerst mehrere Treffen gegeben, um abzumachen, wie der Prozess sein soll. Da haben die lokalen Gemeinschaften gefordert, dass pro Gemeinschaft 20 Personen daran teilnehmen können. Das ist dann runtergedrückt worden auf 10 wegen den Kosten. Dann war die Frage, wie lange sollte man sich Zeit nehmen dafür. Da wollte die lokale Bevölkerung zum Beispiel 3 Tage für Feldinspektionen, also wo man dann wirklich ins Feld geht und schaut, wie das Projekt sein wird. Das ist dann auf einen Tag reduziert worden, also es ist gegangen vor allem um Kosten und Zeit. Aber dann noch die Frage, wer entscheidet über die Durchführung der Verfahren, also zum Beispiel die lokale Bevölkerung wollte, dass ihre eigenen traditionellen Autoritäten dann auch offizielle Berater sein können in den Konsultationen. Das ist vom Erdbeersministerium nicht erlaubt worden, es ist gesagt worden, nur Leute mit Abitur dürfen das zum Beispiel machen. Also da hat es schon mal so Streitigkeiten gegeben, wie dieser Prozess gestaltet sein sollte. Dann werden die Rechte nochmal dargestellt, also von einer Anwältin, in dem Fall vom Ministerium von Erdgas, die dann nochmal sagt, Recht auf Konsultation ist so und so und so. Natürlich dargestellt auch aus der Ministeriumsperspektive, weil da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen. Dann werden Informationen gegeben darüber, wie dieses Projekt durchgeführt wird, mit sehr technischen Daten, die vom Unternehmen finanziert werden. Also wo man auch sieht, dass es keine ausgewogene Information gibt, sondern dass tendenziell die Schäden sehr stark, sehr gering dargestellt, als sehr gering dargestellt werden. Und das Ministerium in dem Fall, wo ich dabei war, konnte auch ganz viele Fragen nicht beantworten, weil sie einfach ganz, ganz viele Konsultationen bedienen, dann kriegen sie die Informationen, machen eine PowerPoint-Präsentation mit einigen Eckpunkten und wenn man dann konkrete Fragen fragt, dann sind sie überfordert, also zumindest in dem Fall, wo ich war, aber es ist auch in vielen anderen Fällen so gewesen, das habe ich in Ministerienberichten zum Beispiel gesehen. Und dann ist die Frage, was kommt dabei raus? Also das ist auch schwierig, weil sehr häufig diese Verfahren so spät durchgeführt werden, wo eigentlich ganz die wichtigen Entscheidungen schon getroffen wurden. Also zum Beispiel bei der Pipeline, wo ich war, da war die Pipeline schon gebaut, bis dorthin, wo diese indigenen Gemeinschaften angefangen haben. Das heißt, sie haben schon die Arbeitnehmer unter Vertrag genommen, der Vertrag war natürlich schon längst unterschrieben und sie haben ganz viel Druck gemacht, auch während der Konsultation, dass wenn das nicht ganz schnell unterschrieben ist, dass dann für jeden Tag Standby-Zahlungen geleistet werden müssen vom Staat an die Unternehmen. Also es war ein Riesendruck dahinter, das ganz schnell über die Bühne zu bringen. Und dann ein anderes Problem ist, wenn es Übereinkommen gibt, also die gibt es dann am Schluss, Übereinkommen über einige Punkte, die relativ limitiert sind, da kann ich auch noch kurz erzählen, falls Sie das näher interessiert, dann ist das Problem, dass es keine richtigen Kontrollmechanismen gibt, um zu sehen, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird. Also das heißt, dass zum Beispiel in den Gemeinschaften, wo ich war, die schon öfters konsultiert wurden, da war das Problem, dass die Übereinkommen hatten, aber das Unternehmen dann bei der Durchführung der Projekte die nicht eingehalten hat. Und das heißt, dass sie auch schon während der Konsultationen dann gesagt haben, ja, wir wollen zum Beispiel, dass in der Nähe von unseren Gemeinschaften keine Herbizide eingesetzt werden, weil das geht dann in unser Wasser und das trinken unsere Tiere und so. Und dass das aber dann also das könnte man dann maschinell entfernen, zum Beispiel das Unkraut rund um die Pipelines, aber das wird dann nicht gemacht, also weil es einfacher ist mit Herbiziden. Und das passiert halt zum Beispiel jedes Mal wieder und sie schreiben es immer in die Übereinkommen, aber in der Praxis hat es dann oft nicht so viele Auswirkungen. Eine Minute noch, okay. Ja, und dann ist die Frage, an wen können sich dann indigene und bäuerliche Gemeinschaften wenden, wenn Rechte verletzt werden? Und da kommt dann auch wieder rein, wovon Mariana erzählt hat, wo sind die Checks and Balances? Und das ist einerseits die Frage, wie unabhängig ist das Gericht? Da gibt es relativ wenig Vertrauen, in Bolivien, aber auch in anderen Ländern. Und dann ist auch das Problem, die Checks and Balances zwischen staatlichen Institutionen, also zum Beispiel in Bolivien, aber auch in Peru zum Beispiel, da sind die Ministerien für Erdgas und Bergbau sind sehr starke Ministerien, während das Umweltministerium sehr schwach ist. Und zum Beispiel in Bolivien hat sich der frühere Umweltminister geweigert, im Tipnis-Konflikt, um den Bau einer Schnellstraße die Umweltlizenz zu vergeben und der musste dann zum Beispiel gehen. Und es ist halt sehr häufig so, dass wenn man das Umweltministerium bittet, die Rechte, wo es eine ganz lange Liste gibt, die immer wieder verletzt werden, die umzusetzen, dass man dann oft sehr lange warten kann, bis eine Antwort kommt und meistens kommt leider keine. Und ja, dass die Gemeinschaften oft nicht genau wissen, an wen sie sich wenden können, um diese Sachen zu denunzieren oder um
ihr Recht zu bekommen. Und von Peru möchte ich nur kurz ein paar Eindrücke auch erzählen. Also die Verfahren im Amazonas in Peru waren sehr, sehr spannend, weil sie gezeigt haben, also wir haben jetzt vorher auf der Grafik gesehen, die Mariana gezeigt hat, Peru als grünes Land, also gute Demokratie. Wenn man in den Amazonas geht von Peru, da findet man Bevölkerungsgruppen, wo es keinen Staat gibt, also wo Bevölkerungsgruppen leben, die keinen Zugang haben zu Gesundheitsdienstleistungen, kaum Bildung, wo es sehr viele Krankheiten gibt, Mangelernährung, also ganz, ganz gravierende Probleme, Umweltverschmutzung und wo der Staat aber nicht präsent ist. Das heißt, es war extrem schwierig, diese ersten Prozesse zu initiieren, weil der Staat auch gar nicht gewusst hat, wer lebt denn da eigentlich. Also das Erste, was sie machen mussten, ist Anthropologen hinschicken und zu schauen, welche Gruppen gibt es denn da eigentlich, wie sind die organisiert, welche Sprachen sprechen die. Dann hat es gar keine Übersetzer gegeben, also um mal dorthin zu gehen und zu erzählen, welche Projekte geplant sind. Es war gar nicht möglich, zuerst Leute zu finden, die das übersetzen können. Das heißt, da hat der Staat mal Übersetzer ausgebildet. Also man sieht, da gibt es ein ganz großes Defizit in den Staat-indigenen Beziehungen. Und umgekehrt ein riesengroßes Misstrauen von den indigenen Gemeinschaften gegenüber dem Staat. Also das, und in diesen Bedingungen war es natürlich extrem schwierig zu konsultieren. Und dazu kommt, dass man im Amazonas, das oft sehr schwierig ist, sich irgendwie fortzubewegen. Das heißt, die Konsultationen haben dann in etwas größeren Dörfern stattgefunden. Es war ganz schwierig, dass die Leute hinkommen. Das heißt, sie haben meistens auch nicht viele Repräsentanten einladen können. Dann ist die Frage gewesen, wie repräsentativ sind diese Repräsentanten? Also im Amazonas gibt es nicht sehr konsolidierte Organisationen. Und dann war die weitere Schwierigkeit für diese Repräsentanten, die dann teilgenommen haben, wie können sie die Information verstehen und welche alternativen Interpretationen haben sie? Also wir haben zum Beispiel letzte Woche eine Veranstaltung gemacht am GIGA, da waren auch indigene Repräsentanten, also auch vom Amazonas. Und einer hat uns zum Beispiel gesagt, dass er das große Problem hat, er ist gerade in einer Konsulta um eine Hydrovia, also so einen Wasserweg im Amazonas, der ausgebaut werden soll. Und insgesamt haben sie 120 Tage Zeit, das sagt das Gesetz, und sie sind mittendrin und er hat aber keine alternativen Informationen. Also das Ministerium sagt ihnen, es ist alles gut, es wird keine Auswirkungen geben. Und er hat gesagt, sie haben aber jetzt keine Wissenschaftler oder so, die sie unterstützen, wo sie jetzt nachprüfen können. Also er glaubt, die Auswirkungen sind größer, zum Beispiel auf Fischfang und Flora, Fauna. Aber wie soll er jetzt so schnell sich irgendwie seine Forderungen überlegen und konkret diese technischen Details hinterfragen? Und ja, er war damit sehr überfordert, wir auch. Also es ist extrem schwierig, in so kurzer Zeit da kompetent partizipieren zu können. Das ist ein Riesenproblem. Danke. Minus zwei. Fertig. Naja, eine Sache vielleicht noch. Was auch? Alles gut? Okay. Also in diesen Konsultationen in Peru, was auch noch zu sagen ist, da konsultiert man über einen zukünftigen Lotte, also einen zukünftigen Block. Das heißt, es gibt noch keine Projekte. Das Einzige, was es gibt, ist die Zeichnung von einem Block. Und die Bevölkerung, die da teilnimmt, die darf aber nicht mitbestimmen, wie genau der Block sein soll, weil den Block gibt es schon. Das Einzige, was sie im Prinzip sagen können, ist, wenn es in Zukunft irgendwann ein Projekt gibt, wie sollte das sein? Aber es, ja, also das ist, sie haben eigentlich sehr wenig, was sie sagen können. Und das heißt, was sie dann gefordert haben, waren ganz viele Themen von bessere Gesundheit, bessere Bildung, also Probleme, die sie eben im alltäglichen Leben betreffen. Und da hat das Ministerium aber dann gesagt, ja, das gehört nicht dazu. Also wir können versuchen, das dann zu kanalisieren, aber da gibt es eben keine Versprechen. Und das heißt, dass auch die Übereinkommen, die da abgeschlossen wurden, ganz, ganz vage Resultate beinhalten. Also da steht dann zum Beispiel drinnen, das Ministerium wird sich bemühen, das zukünftige Unternehmen darauf hinzuweisen, dass sie lokale Personen auch anstellen sollen oder so. Aber das heißt, es gibt auch keine Follow-up-Mechanismen, also man weiß nicht, was mit den Übereinkommen, die sowieso schon sehr vage sind, passiert. Und ja. Das heißt, eine große Unsicherheit von Seiten der lokalen Bevölkerung. Schlussfolgerungen, einige, es gibt sicher noch viel mehr, aber das
Erstens, es gibt wenig politischen Willen auch zur Demokratisierung von Ressourcengovernance und das unabhängig von politischer Ideologie. Also man sieht das von rechten, linken Regierungen, dass der Extraktivismus so stark ist, dass das Bürgerbeteiligung extrem einschränkt. Dann sieht man auch, es gibt eine fehlende Stabilität, also auch was Mariana gesagt hat, von formellen Regeln, die schafft viele Unsicherheiten. Also wie wir gesehen haben, zum Beispiel in Bolivien, diesen großen Erfolg, ein positives Gesetzesdekret zu haben und nachher dann aber ganz viele Einschränkungen, wo man dann eigentlich keine Sicherheit hat, dass dieses Recht langfristig was bedeutet oder umgesetzt wird. Und diese Einschränkung von Rechten ohne politische Mitbestimmung, die sieht man eben auch in den anderen Ländern, auch in Peru. Jetzt wird einerseits im Amazonas konsultiert und gleichzeitig sind gerade neue Gesetzesdekrete verabschiedet worden, auch von den Präsidenten, die eben sehr viel legislative Macht haben, die Umweltbestimmungen ganz gravierend einschränken. Oder in Bolivien, gerade vor 2 Wochen, ist ein neues Dekret verabschiedet worden, wo drin steht, dass die 22 Naturschutzgebiete geöffnet werden, auch für Erdgasprojekte. Ja, und dann noch eine Schwierigkeit, die da reinspielt, um diese eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten zu verstehen, sind diese fehlenden Checks and Balances im Staat und die eben nicht nur zwischen den staatlichen Gewalten, also die Justiz, Exekutive, Legislative, sondern auch zum Beispiel zwischen den verschiedenen Ministerien. Oder wie viel Macht hat die Ombudsstelle, wie viel Macht hat das Umweltministerium und das Finanz- oder das Bergbau- und Minenministerium. Ja, und das schränkt Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung sehr stark ein. Aber Potenziale gibt es auch. Über die rede ich das nächste Mal. Danke vielmals.